Herzlich willkommen zum zweiten Teil Sucht und Abhängigkeit überwinden. Ich möchte in diesem Teil das noch ein bisschen konkreter machen, worum es da geht und welche Anteile in uns es genau geht, die scheinbar Substanzen und Tätigkeiten brauchen, um unter Kontrolle gehalten zu werden, damit es einfach nachvollziehbarer ist und du vielleicht sogar sehen kannst, um was es bei dir da konkret geht. Ich hatte ja schon gesagt, dass Abhängigkeit von Substanzen oder Tätigkeiten eine Schnittstellenfunktion ausüben, und zwar zwischen den verdrängten emotionalen Räumen, die seit der Kindheit nicht sein durften, Stichwort Entwicklungstrauma, und dem Ich-Gefühl als Erwachsener, der Rolle, dem Selbstbild, dem Weltbild als Erwachsener, also meiner Funktion in der Gesellschaft und die Maske, mit der ich in einen Kontakt oder Pseudokontakt trete als Erwachsener. Ohne diese Substanz, ohne das, was wir Abhängigkeit und Sucht nennen würden, würde dieser abgespaltene oder verdrängte Raum aus der Kindheit würde ins Bewusstsein eindringen und unser Ich sozusagen gefährden und unsere Rolle und unsere Maske torpedieren. Und dann könnten wir vielleicht nicht mehr funktionieren, so wie wir uns das jetzt zurechtgebastelt haben als Erwachsene. Und das, was dann sozusagen scheinbar droht, ist der Bindungsverlust. Das ist das, wie wir uns das unbewusst vorstellen. Und deswegen muss alles schön sauber im Keller gehalten werden, scheinbar. Und darauf beruht unsere ganze Gesellschaft letztlich. Wenn wir schauen, also in dem Video schauen wir dahin, um was es da geht, und das ist letztlich das, worüber ich immer rede, diese zwei im Wesentlichen Typen, kann man sagen, Autonomie und Verschmelzung und die damit zusammenhängenden verdrängten Bewegungen, Anteile, Emotionen aus der Kindheit. Und das hat was mit den Kernbedürfnissen von uns auf Beziehungsebene zu tun, und das ist entweder nach mehr Kontakt, mehr Nähe, Bedürftigkeit, Unterstützung, Hilfe. Also eher etwas, was man, wenn man die Bezeichnung etwas Schwaches trifft, es nicht ganz genau. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Also ja doch, ich muss es so nennen, also die schwachen, bedürftigen Anteile in uns. Weil wir sind ja nicht unabhängig von der Umwelt. Ja? Wir haben einen Organismus, der braucht Sauerstoff und auch Kontakt und Verbindung. Dann die andere Kategorie ist eher sind eher die Dinge in Richtung Autonomie, Stärke, Wut, ja, also Durchsetzung, das ist eher der starke Anteil, könnte man sagen, und der wiederum, wie gesagt, hat was damit zu tun mit Eigenständigkeit im Kontakt. Das hat nichts mit Trennung zu tun, sondern mit im Kontakt sagen können, was ich brauche, was ich nicht brauche. Also wir haben diese Grundbewegungen des Lebens auf etwas zu, von etwas weg, auf der Beziehungsebene Ausdruck nach mehr Nähe, nach Hilfe und Unterstützung und Ausdruck nach Eigenständigkeit, nach dem, was ich will, nach Abgrenzung. Und diese Bewegungen, diese natürlichen Vorgänge in uns und auch im Kind, die können eben nicht voll in Kontakt gebracht werden in dem Umfeld, in dem wir hier aufwachsen. Also müssen beide oder in der Regel einer davon im Wesentlichen aus dem Bewusstsein verdrängt werden. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist zum Beispiel eine physische Krankheit auszubilden. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, das eben zu machen. Das ist die Symptomebene. Und eine andere Variante ist eben, eine Substanz oder eine Tätigkeit zu nutzen, die uns hilft, diesen Gefühlsraum immer vom Bewusstsein fernzuhalten. Weil das muss ununterbrochen passieren. Das ist nicht so, dass man das als Kind einmal wegschließt und dann Schlüssel wegnimmt und dann hat man Ruhe, sondern diese Abspaltung muss quasi ununterbrochen stattfinden. Das kostet ununterbrochen Energie, weil der Organismus will sich heilen, der will grundsätzlich immer in die Integration, in das Wachstum, und das heißt, es drängt eigentlich ununterbrochen nach oben, und deswegen müssen wir ununterbrochen Dinge tun, die das fernhalten. Und das ist halt, wie gesagt, habe ich im ersten Teil ja beschrieben, das ist automatisiert, deswegen merken wir das gar nicht mehr. Wir merken zum Beispiel nur noch das starke Bedürfnis nach einer Substanz oder nach einer Tätigkeit. Und das ist ja auch irgendwie paradox. Ein Teil in uns will das gar nicht mehr, der möchte das nicht,
der sagt ganz klar, nein, ich möchte diese Substanz nicht mehr nehmen. Das fühlt sich nicht gut an, das hat Nebenwirkungen und so weiter. Ja? Der möchte das nicht. Und dann ist ein anderer Teil, der überschreibt das einfach und sagt, doch, ich will. Das ist wie so zwei Teile in uns. Und daran sehen wir schon, dass das was mit, das ist, da ist was, was nicht ganz. Ja? Das sind unterschiedliche Ebenen. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eher die Kraft und die Stärke und die Autonomie unterdrücken musste als Kind, weil das vielleicht meine Eltern bedrohlich fanden, wenn das Kind wächst und so richtig ja, in die Kraft kommt, dann brauche ich etwas, was mir hilft, das im Schach zu halten. Und im Schach heißt, was mir hilft, meine Stärke, meine Unabhängigkeit, die Impulse in die Welt zu gehen, nein zu sagen, all das, diesen Raum von mir innerlich fernzuhalten. Und wenn ich in dieser Umgebung aufgewachsen bin und diese Struktur aufbauen musste in meinem Inneren, dann werde ich also eine Substanz tendenziell wählen, die mich dabei unterstützt. So, und welche Substanz oder welche Kategorie von Substanzen unterstützt das? Das ist ganz klar. Das sind eher tendenziell dämpfende Substanzen. Das heißt, Menschen, die ihre Kraftstärke, Autonomie, Eigenständigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Aggressivität, Wut, Hass unterdrücken und ausblenden mussten, werden tendenziell zu dämpfenden Substanzen greifen, weil das unterstützt. Ja? Man könnte es sich auch so vorstellen, wenn ich so einen rabiaten, aggressiven, wütenden Teufel in mir habe, der ständig versucht, durchzukommen, ja, wie kann ich den am besten in Schach halten? Ja, nicht indem ich noch was Aufputschendes drauf tue, sondern indem ich eben was Dämpfendes drauf tue. Ja, dann schwankt der, ja, und geht in seinen Kellergemach zurück und legt sich schlafen, um dem Ganzen mal ein Bild zu geben. Also die Substanz, die man wählt, unterstützt diesen Vorgang, diese innere Struktur. Und das hängt davon ab, was wir abspalten müssen oder was als Kind nicht sein durfte. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn es in Richtung, in die Richtung geht, dass ich eben Schwäche, Bedürftigkeit, den Wunsch nach Nähe, Traurigkeit abspalten muss, also diesen schwachen, bedürftigen Teil eher, dann werde ich natürlich eine Substanz wählen, die mich dabei unterstützt. So, und was unterstützt mich, wenn ich mich nie schwach, klein, bedürftig fühlen möchte, wenn ich das weghaben will von meinem Bewusstsein? Dann werde ich natürlich tendenziell eher eine Substanz wählen, die mich aufputscht, weil das Aufputschen mich in dieser sozusagen, in dieser Konfiguration unterstützt, dass diese anderen schwachen, traurigen, einsamen, verlorenen, bedürftigen Teile eben nicht durchkommen. Und das ist das, was, wobei mir diese Substanz dann hilft. Ja, dann werde ich also das nicht wahrnehmen müssen. Ich werde mich dann nicht in diesem Raum wahrnehmen müssen. Und mit dieser Substanz kann ich das erleben, ohne groß Energie da reinstecken zu müssen. Das wird mich also dabei, bei dieser Konfiguration unterstützen. Genauso wie in der anderen Situation. Wenn ich also mich dämpfe, ja, dann werde ich mich nie aggressiv und fordernd und abgrenzend spüren müssen. Dann bin ich wie narkotisiert, ja, und kann mich dann weiterhin so fühlen. So, das ist der Sinn von diesen Substanzen. Und ich hatte es im ersten Video schon gesagt, das sind alles Notlösungen, letztlich hochintelligente Notlösungen, weil das, was eigentlich gebraucht worden wäre als Kind, das gab es nicht, diese adäquate Bindung, eben, dass die Eltern auf beide Anteile mit Kontakt reagieren konnten, dass sie sowohl die Eigenständigkeit und Kraft und Stärke und Autonomie des heranwachsenden Kindes willkommen geheißen haben, als auch den schwachen Teil, bedürftigen Teil nach Nähe, nach Unterstützung und die damit zusammenhängenden Emotionen, nämlich Wut und Hass und Traurigkeit, Hilflosigkeit, Einsamkeit. Und wie gesagt, wenn das eben so stark ist und dauerhaft, wenn das das Beziehungsmuster ist zu der Umgebung, dann braucht's etwas, um das aufrechtzuerhalten. Ja? Und dann sind wir eben in dem Bereich von Sucht und Abhängigkeit.
Also, wenn du das auflösen willst, ich hatte es im ersten Video schon gesagt, brauchst du eine Beziehung, ein Gegenüber, was in der Lage ist, diesen Teil, den du, als den du dich niemals fühlen möchtest, abzuholen. Der muss dir also helfen, da erstmal dran zu kommen, dass du überhaupt wahrnehmen kannst, worum es da geht, weil es kann sein, dass du gar nicht weißt, um was es geht. Und dass du in dieser Beziehung erlebst, dass du zum Beispiel wütend sein darfst, dass du Wut und Hass zum Ausdruck bringen darfst und dass das dem anderen gar nichts macht, sondern der das willkommen heißt. Genauso auf der anderen Seite, dass du Nähe, Bedürftigkeit, Schwäche, Traurigkeit zum Ausdruck bringen kannst und das Gegenüber das willkommen heißt. Und erst wenn das sozusagen im System etabliert ist, dann fällt die Notwendigkeit, eine Unterstützung zu konsumieren und um das fernzuhalten, das fällt dann weg. Weil der eigentliche Kontakt, der ist tausendmal nährender und erfüllender als diese Unterstützung durch Substanzen oder Tätigkeiten, weil die immer eine Verengung des Bewusstseins und Wahrnehmungsraums eben zur Folge haben. Ja? Und dadurch werden wir eben nicht mehr genährt. Ja, wir werden sozusagen noch kleiner, noch isolierter in uns. Ja, also das zum Thema Abhängigkeit und Sucht. Ich bekomme immer wieder Mails von Menschen, die zum Beispiel versuchen, angeblich nicht abhängig machende Antidepressiva abzusetzen und damit die größten Schwierigkeiten haben. Das ist so ein Grund für diese zwei Videos. Und natürlich, es gibt Substanzen, da muss der Entzug, der muss unter ärztlicher Kontrolle stattfinden. Sonst kann das gefährlich werden, aber die zugrunde liegende Dynamik, wenn die nicht gelöst ist, dann kann ich so viel Entzug machen, wie ich will. Ich lande ja dann im Nichts. Ja? Ich brauche etwas anderes, was Besseres. Also ein Entzug in ein Nichts, in ein altes Bindungsmuster, das bringt überhaupt nichts. Ja? Außer halt vielleicht bei schweren Fällen das Leben zu retten, logischerweise, um da überhaupt einen Raum zu erzeugen, dass was Neues möglich ist. Aber vom Prinzip brauche ich einen neuen Unterbau. Sonst säge ich mir den einzigen Ast ab, an dem die Regulation hängt. Und das macht keinen Sinn. Also wenn du davon betroffen bist und es nicht um schwere Abhängigkeiten geht, dann versuch den Fokus von der Substanz und von der Tätigkeit und von dem sozusagen von der Idee, dass das weg muss, einfach abzubringen hin zu dem, was zwischen dir und anderen Menschen, vor allem dem, der dir am nächsten steht, passiert. Da musst du den Fokus hindenken, weil das ist das, wo eine Möglichkeit besteht, etwas Neues in dein System zu bekommen, was dir dann wiederum die Sicherheit gibt, die Substanz oder die Tätigkeit loszulassen. Und im Wesentlichen gehe ich davon aus, dass das im privaten Umfeld so nicht möglich ist. Da braucht es einen Spezialisten, der diese Anteile eben sehen kann und damit genau jonglieren kann und diese Anteile abholen kann und sozusagen ins Erwachsenenbewusstsein transferieren kann.